2020 endlich vorbei. An der Stelle ein frohes neues Jahr 2021. Hoffentlich wird's besser. Doch nicht alles war im Jahre 2020 nur schlecht. Denn es gab sehr viele technische Fortschritte, die wir uns vor 5 Jahren noch überhaupt nicht hätten vorstellen können. Und in diesem Video möchte ich mal auf meine Lieblings-KIs, meine 12 Lieblings-KIs, die im Jahre 2020 entwickelt wurden, eingehen. Wir fangen an mit einer KI, die Zeichnungen beleuchtet. Und das bedeutet, ihr habt zum Beispiel eine Zeichnung von einem Menschen, und ja, ihr wollt jetzt hier vielleicht die Beleuchtung verbessern, dann kann diese KI euch automatisch Licht und Schatten hübsch aussehen lassen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fortschritt, natürlich nicht so groß wie die anderen 11, deswegen Platz 12, aber auf jeden Fall ein großer Fortschritt, gerade wenn wir in Richtung automatisierte Generierung von Bildern denken. Das heißt, zum Beispiel, ich nehme ein Foto von mir auf und stelle das auf Instagram, dann ist häufig die Beleuchtung nicht perfekt, weil ich es vielleicht außen aufgenommen habe oder sonst wo. Und mit dieser KI könnte man jetzt hier, klar, die ist nur für Zeichnungen, aber die wird natürlich weiterentwickelt. Mit dieser KI könnte man dann mein Bild perfekt ausleuchten, sodass alles richtig gut stimmig ist. Und dass es genau das richtige Ambiente gibt, das richtige Flair und alles. Und das ist meiner Meinung nach schon ziemlich cool. Wenn man das jetzt noch weiter spinnt und auf Filme überträgt, dann müsste man sich vielleicht nicht mehr so viel Gedanken machen um die Ausleuchtung bei Filmen oder könnte gar eine Rotzeichnung zum Beispiel bei einem Anime reinpacken und man hat dann am Ende ein perfekt ausgeleuchtetes Setting. Also alles in allem eine definitiv nutzbare KI, die uns deutlich weiterbringen wird. Auch bei der zweiten KI handelt es sich wieder mal um etwas mit Bildbearbeitung. Und ihr seht auch hier wieder den Zusammenhang zu Film, zu Fernsehen, zu YouTube-Videos natürlich, aber auch zu Anime oder zu anderen künstlerischen Werken, wie zum Beispiel eben auch auf Instagram. Und ja, natürlich braucht man auch einen guten Hintergrund, wie man hier zum Beispiel einen sehen kann. Der Hintergrund ist vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber ich mag ihn und deswegen ist er auch in meinen Videos immer zu finden. Tatsächlich bin ich aber einer der wenigen, die immer von zu Hause aus aufnehmen und die meisten werden wahrscheinlich draußen sein. Und vielleicht möchte man dann eine andere Jahreszeit haben, ein anderes Setting haben, vielleicht möchte man es düster haben, vielleicht möchte man einen anderen Filter drüber legen. All das kostet sehr viel Zeit beim Schnitt, davon kann ich definitiv ein Lied singen, und sehr viel Aufwand natürlich auch. Diese KI bietet euch die Möglichkeit, euren Hintergrund so zu ändern, dass er in das richtige Setting reinpasst. Also zum Beispiel kann er euch Nebel einbauen, er kann euch in den Winter versetzen, er kann Sonnenuntergang herbeizaubern und das alles liefert meiner Meinung nach deutliches Potenzial für Filme oder eben auch für schöne Bilder. Auch bei Platz Nummer 10 handelt es sich um etwas, was wahrscheinlich relativ bald bei Film und Fernsehen zu finden sein wird, und dabei handelt es sich um Face Morphing, also so heißt dieser Algorithmus nicht unbedingt, aber es geht im Endeffekt darum, dass ich zum Beispiel mein Gesicht in Richtung zum Beispiel Tyrion Lannister packen kann oder in Richtung Emma Watson. Und dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus und da kann ich quasi komplett neue Personen generieren. Ich kann also mein Gesicht so verändern, wie ich das eben gerade möchte. Klar, natürlich für ein YouTube-Video ist das ein bisschen unsinnig, aber vielleicht ist das tatsächlich etwas, was man natürlich für Film und Fernsehen auch benutzen kann. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr diese extrem aufwendigen Masken brauche, die sehr viel Zeit fressen, dann kann ich natürlich sehr viel schneller und sehr viel günstiger auch gute und schöne Filme erstellen, wenn ich solche KIs verwenden kann. Gerade auch natürlich wieder, was Bildbearbeitung angeht, ist das eine immense Sache, die man wahrscheinlich relativ bald auch finden wird. Man kann aber nicht nur Bilder generieren, sondern man kann auch Musik generieren. Und das hat uns diese KI hier gezeigt, die tatsächlich einige Musikstücke selbst generieren kann. Und ja, auch hier ist der Code wieder Open Source. Das heißt, jeder kann es benutzen. Jeder kann sich quasi seine eigene Musik mit, naja, nicht ganz so hübschen Gesang, aber es ist immerhin schon mal ein bisschen Gesang, okay? Kann man das schon mal generieren lassen. Und das ist schon wirklich beeindruckend, wenn man sich das mal so überlegt, was da vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr noch passieren wird. Vielleicht mache ich das Video hier in 5 Jahren nochmal und dann merken wir, wow, da war echt Fortschritt drin. Und gerade bei sowas könnte ich mir vorstellen, das wird noch sehr viel mehr werden. Bilder sind wir mittlerweile sehr, sehr gut. Aber gerade was Richtung Musik geht, sind wir noch nicht ganz so gut, wie wir das eigentlich gerne hätten. Aber auch in Sachen Augmented Reality ist sehr viel passiert. Und zwar gibt es eine KI, die nennt sich Consistent Video Depth Estimation, die auch hier wieder versucht, die Tiefen eines Bildes anhand wirklich von einem Video, ausschließlich eines Videos, zu analysieren
Und daraufhin, wenn man die Tiefen hat, weiß man natürlich, wie das Ganze im dreidimensionalen Raum aussieht. Sprich, man kann Effekte in diesen dreidimensionalen Raum rein rendern. Und das bedeutet, ich kann hier zum Beispiel sagen, hey, dieser Bereich da hinten liegt natürlich deutlich weiter hinten als dieser Bereich hier vorne, wo ich zu sehen bin. Das heißt, wenn ich die perfekten Tiefen habe, kann ich auch sowas machen wie zum Beispiel Bälle auf mich fallen lassen oder Schnee realistisch auf mich drauf regnen lassen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie geil das eigentlich mit dem Handy ist. Wenn man zum Beispiel ein Handyspiel hat, was die Kamera benutzt, und dann kann man durch das Handy durchgucken und ja, man hat quasi eine virtuelle Realität vor Augen, die eigentlich die echte Realität ist, nur mit ein paar Effekten drin. Ihr kennt Pokémon Go wahrscheinlich, das könnte man so noch ein bisschen besser umsetzen. Dass wir aber erst bei Platz 8 waren, heißt, dass es noch 7 krassere KIs gibt. Und Platz Nummer 7 ist nichts Geringeres als das GAN. Ein neuronales Netz, das mit Nvidia und der University of Toronto zusammen entwickelt wurde. Und hier handelt es sich dabei um ein neuronales Netz, das euch Spiele erstellt. Also wirklich spielbare Computerspiele. Das ist unglaublich beeindruckend. Natürlich sind es jetzt keine AAA-Titel oder sowas, aber sowas wie Pac-Man war tatsächlich möglich. Das heißt, diese KI kann Dinge bauen auf einem Stand von vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, wo man wirklich die Grundlagen der Computerspiele gerade mal so ausgereizt hat. Und es wird natürlich immer mehr werden, es wird natürlich immer komplexer werden. Und irgendwann könnte es sein, vielleicht in ein paar Jahren schon, dass eine KI euer Lieblingsspiel gebaut hat. Das ist natürlich extrem beeindruckend und ja, natürlich, jetzt hat man wieder Angst um die Arbeitsplätze, die dabei vielleicht verloren gehen, aber vielleicht sind die Arbeitsplätze dann einfach etwas anderes. Vielleicht muss man dann nicht mehr das Spiel selbst entwickeln, sondern man sagt der KI quasi die Richtung, in welche das Spiel geht. Natürlich braucht man immer noch menschliche Storywriter und sowas. Aber eine KI, die ein Spiel entwickelt, das ist schon sehr beeindruckend. Unsere nächste KI ist auch wieder eine von Facebook entwickelte KI. Ihr seht, Facebook hat ein ziemlich großes KI-Team und natürlich, die sind da auch sehr, sehr dran interessiert, gerade an so Sachen wie AR oder Videobearbeitung, Bildbearbeitung, weil sie natürlich auch Instagram haben. Und das ist natürlich der Ansporn schlechthin. Ich meine, man möchte seine Plattform ja sehr, sehr weit nach vorne bringen und immer mehr Leute dazu bringen, sie zu nutzen. Und auch hier handelt es sich wieder um etwas, das mit Bildbearbeitung bzw. Computerspielen auch eigentlich zu tun hat. Und zwar, diese KI kann ein 3D-Modell von euch erzeugen, wenn ihr ihr ein Video bzw. ein paar Bilder gebt. Und das ist extrem viel wert. Denn aktuell ist es so, bei Computerspielen wird etwas benutzt, das nennt sich Motion Capturing. Motion Capturing ist im Endeffekt, man klebt sich einzelne Marker auf den Kopf oder auf die Haut und auf verschiedene Stellen und daran kann die Kamera dann erkennen, wo man sich eigentlich gerade im Raum bewegt. So, und das wird dann quasi übertragen in das Computerspiel auf das Modell drauf. Das Modell muss allerdings erst von jemandem gebaut werden. Das bedeutet, man muss tatsächlich die Person, wenn man das möchte, zum Beispiel Keanu Reeves in Cyberpunk, wurde einfach nachmodelliert sozusagen und natürlich auch gescannt und alles. Wenn man das jetzt allerdings mit einer KI machen kann, dann geht da sehr, sehr viel Aufwand einfach weg. Das heißt, man muss hier nicht mehr so viel Zeit rein investieren und man kann sich vielleicht auf andere Details konzentrieren, um das Ganze noch schöner zu machen und noch besser zu machen. Natürlich muss man immer einzelne Sachen ausbessern, aber es ist schon irgendwie cool, wenn man zum Beispiel sich einfach scannt und dann hat man sich als Avatar zum Beispiel in einem Videospiel drin. Das fände ich definitiv mal eine geile Sache. So, und damit sind wir bei Platz Nummer 5 und der geht hier dieses Jahr definitiv an die Deepfake-Sache, die extrem gewachsen ist. Also quasi Bilder zu erstellen oder auch Videos zu erstellen von Dingen, die eigentlich nie geschehen sind. Und hier haben wir zum Beispiel ein Video von der Queen, die eine Weihnachtsbotschaft ausgegeben hat und die Weihnachtsbotschaft ist halt nie so gesagt worden. Das heißt, das ganze Video ist einfach ein Deepfake gewesen und es sieht verdammt gut aus. Es sieht wirklich realistisch aus. Like many of you, when I wasn't settling down with my husband to Netflix and fill, as I like to call it, I was perfecting my moves for TikTok. In fact, there's something I'm rather excited to share with you all. I'm under strict orders from Philip not to, but as he's nodded off in front of Home Alone 2, would you mind awfully? Die werden immer besser und mittlerweile kann man schon fast nicht mehr sagen, was eigentlich echt ist und was nicht echt ist. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Aber man kann das Ganze natürlich auch zum Guten verwenden und zum Beispiel das Ganze hier machen. Ne? Ich kann hier zum Beispiel einfach mich hier reinpacken
und Dinge sagen lassen, die ich so nicht gesagt habe. Aber natürlich nimmt mir das auch Arbeit ab, weil ich zum Beispiel vielleicht nicht hier alles von Hand aufnehmen muss und dann editieren muss. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm, wenn man einfach nur Skript schreiben muss und dann wird das halt einfach vorgetragen. Schon praktisch. Was natürlich auch dazu gehört, ist die Stimme. Das heißt, es ist nicht nur Bild, sondern Video plus Ton. Und das ist meiner Meinung nach extrem beeindruckend. Ihr seht, langsam kommen wir zu den heißen Kandidaten hier. Platz Nummer 4 und damit ganz knapp am Treppchen vorbei ist MuZero. M-U-Zero. Das ist eine künstliche Intelligenz von Google, von DeepMind, das ist quasi eine Unterfirma von Google, die versucht hat, oder besser gesagt erfolgreich geschafft hat, Spiele wie Go, das kennen wir ja schon, das gab es ja schon länger, Chess, also Schach gab es auch schon länger, aber jetzt auch Atari-Spiele, wo vorher nicht bekannt ist, was das eigentlich für ein Spiel ist, zu meistern. Und damit meine ich wirklich alle anderen in Grund und Boden zu spielen, okay? Das heißt, die KI wusste davor nicht, also die Programmierer wussten auch nicht, was da jetzt eigentlich für ein Spiel hinten dran steckt und haben dafür trotzdem eine KI entwickeln können. Das heißt, die KI konnte selbstständig erkennen, was ist das für ein Spiel, was ist Gewinn, was ist Verlieren und wie werde ich besser in dem Spiel. Und das Große hierbei ist, dass sie tatsächlich generalisierend das Ganze geschaffen haben. Das heißt, die KI wusste halt vorher nicht, was für ein Spiel auf sie zukommt, aber sie konnte es trotzdem lernen. Und gerade dieser Generalisierungseffekt, das ist ein riesiges Problem, dass man eine KI nicht nur für eine Aufgabe konzipiert, sondern für mehr als eine Aufgabe. Das ist gar nicht so einfach. Das ist, um genau zu sein, super schwer. Eine KI kann normalerweise sagen, das ist eine Katze und das ist ein Hund. Mehr kann sie nicht. Wenn da noch ein Pferd reinkommt, dann wird sie das Pferd entweder als Katze oder als Hund definieren, weil sie von Pferden noch nie gehört hat. Aber in dem Fall konnte man jetzt hier eine KI schaffen, die wirklich Atari-Spiele generell schaffen kann. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr beeindruckend. Platz Nummer 3 geht allerdings hier an die Macher von GPT-3, OpenAI. GPT-3 ist eine KI, die ich noch im Detail ein bisschen genauer vorstellen werde, wann anders. Da könnt ihr euch vielleicht drauf gefasst machen. Denn diese KI, die interpretiert einfach natürliche Sprache. Und man hat schon so unglaublich viele verschiedene Anwendungsfälle hier gesehen. Das ist nicht mehr normal. Also sowas wie zum Beispiel einfach ins Terminal eingeben, wo befinde ich mich, in welchem Ordner befinde ich mich zum Beispiel. Dann sagt die KI, was für ein Befehl in der Kommandozeile ausgeführt werden muss. Und dann zum Beispiel auch eine Suche auf Webseiten. Man stellt der Webseite quasi eine Frage und bekommt eine Antwort zurück. Man hat aber auch schon Fälle gesehen, wo die KI tatsächlich zum Programmieren benutzt wurde. Das heißt, man sagt der KI einfach, hey, erstell mir doch bitte einfach mal XY, also zum Beispiel einen Kreis und darauf zeichnest du mir ein Quadrat. Dann hat die KI das richtig interpretiert, diese natürliche Sprache, diese geschriebene natürliche Sprache und hat genau das gemacht, was man machen wollte. Und das ist natürlich genau das, was wir für Assistenzsysteme irgendwie brauchen. Also sowas wie Siri oder Googles, wie auch immer das von Google heißt. Oder die ganzen anderen Dinge. Zum Beispiel auch, wenn man etwas googelt. Ja, das sind alles solche Themen, da braucht man sowas unbedingt. Und das kann uns wirklich nochmal ordentlich nach vorne katapultieren. Ich glaube, hier ist auch der Nutzen direkt sichtbar. Platz Nummer 2 ist vielleicht nicht ganz so beeindruckend, eher die Art und Weise, wie es tatsächlich auch eingebaut wurde. Und zwar will ich Platz 2 hier definitiv an Nvidia DLSS vergeben. DLSS ist ein extrem gutes Feature, was im Endeffekt ein auf Full HD gerendertes, also berechnetes Spiel oder irgendwas anderes, was nur Full HD ist, hochskaliert auf 4K mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz. Und das macht sie natürlich deutlich schneller, als das ganze Bild in 4K zu rendern. Tatsächlich spart man hierbei deutlich Performance, sowas wie 30% weniger wird gebraucht. Und trotzdem sieht das Bild deutlich besser aus als Full HD, fast so gut wie 4K. Man erkennt nur minimale Unterschiede. Das bedeutet, wenn man die KI noch ein kleines bisschen weiter spinnt, könnte man hier auch auf 8K gehen oder auf 16K oder auf 32K, völlig egal. Die Auflösung ist sozusagen kein Limit mehr. Man kann ein Bild hochskalieren, sodass es trotzdem gut aussieht. Natürlich hat man kleine Limitierungen. Ich kann jetzt nicht hergehen und ein 12x12 Pixel Bild auf 4K hochskalieren. Ja, das funktioniert einfach nicht. Aber trotzdem bietet das Gamern wirklich die Möglichkeit, Dinge auf 4K zu zocken, die die Grafikkarte niemals schaffen würde. Und das kann man dann so benutzen, dass man zum Beispiel in 5 Jahren immer noch mit seiner Grafikkarte Spiele spielen kann, die man eigentlich schon lange nicht mehr schaffen würde. Und das ist meiner Meinung nach definitiv ein richtig fettes Advancement, was vielleicht noch deutlich effektiver
effizienter werden wird und deutlich effektiver auch werden wird, also in Qualitätssachen, weil das natürlich immer besser wird, je mehr man Daten hat und je mehr man das Ding trainiert. Platz Nummer 1 ist allerdings jetzt hier definitiv zu vergeben an DeepMind. DeepMind hat eine KI geschaffen, auch wieder, wie gesagt, von Google, und zwar AlphaFold. Darüber habe ich schon berichtet, das ist eine KI, die quasi ein riesiges Problem der Biologie löst, und zwar die Proteinfaltung. Das bedeutet, wie liegen Proteine eigentlich im Raum? Und das ist sehr, sehr teuer zu berechnen. Es gab eine Weile jetzt kurz vor Corona, beziehungsweise es gibt die Software immer noch, die Software Folding at Home. Folding at Home hat Folgendes gemacht. Es hat einfach die Berechnung für die Faltung, Folding, von Proteinen an alle Teilnehmer ausgelagert, die da mitmachen wollten. Also zum Beispiel, ich habe meinen PC angemacht, ich hatte Folding at Home installiert und habe dann gesagt, hey, ich würde das gerne berechnen. Dann haben die mir quasi eine Aufgabe geschickt, eine Teilaufgabe, und ich habe für die berechnet, wie zum Beispiel dieses Protein im Raum aussehen könnte. Und dazu gab es keinen effizienteren Algorithmus, außer das Ganze zu bruteforcen, also wirklich alle Möglichkeiten auszuprobieren. Und das ist natürlich sehr ineffizient. Da haben sehr viele Leute mitgemacht. Zwischenzeitlich hatte der Server die größte Rechenleistung auf der ganzen Welt, also quasi das Netzwerk an Rechnern, die da zusammenkamen. Und dadurch konnte man natürlich dann Proteinfaltung mehr oder weniger schnell berechnen. Aber eine KI, die das für uns automatisch berechnet, das ist halt schon was ganz anderes. Das ist halt wirklich etwas, was uns in der Medizin extrem viel weiterbringen kann und was vermutlich auch für solche Fälle wie zum Beispiel Corona 2.0 oder sowas verwendet werden könnte. Also um einen Impfstoff zu entwickeln, weil man weiß, wie sich die Dinger im Raum falten und weil man zum Beispiel weiß, wie sich Alzheimer entwickelt oder sowas. All diese Dinge könnten mit AlphaFold besser gelöst werden, natürlich nicht komplett gelöst werden, aber sie könnten einen Großteil der Rechenleistung sparen, und ja, deswegen hier mein definitiv verdienter erster Platz vom Jahre 2020 an AlphaFold, und an euch natürlich den allerersten Platz, weil ihr meine Videos guckt, und dementsprechend möchte ich mich bei euch bedanken, und wir hören uns wieder beim nächsten Mal zu den IT-Trends. Bis dann, ciao.